Hi Leute und willkommen zurück. Wir sind immer noch auf der Statueninsel hier. Und hier oben fliegt noch ein Rabe rum, den wir hoffentlich irgendwie treffen können. Also vielleicht jeder außer ich. Nächste Runde. Oh Gott, einen fliegenden Vogel erwischen. Oh Mann, oh Mann. Naja, vielleicht von oben leichter. Und hier sind ziemlich overpowerte Gegner, die mir ein richtiges Problem werden könnten. Falls hier noch mehr davon sind. Sieht aber nicht so aus. Vielleicht. Geringe Bonusaktivierungschance, um bei jedem erfolgreichen Axttreffer mit einer Blitzexplosion. Der Griff ist auch deutlich besser als meiner. Den nehmen wir auf jeden Fall. So, wir schauen jetzt aber auch mal Fähigkeiten, dass wir was Neues lernen. Präzisionswürfe. What? Ah, okay. Interessant. Halten Sie beim Ziehen RT gedrückt, um die Leviathan-Axt aufzuladen. Oh. Explosion! Definitiv lernen. So, was können wir denn im Nahkampf lernen? Beim Sprinten RB, um einen Sprungangriff auszuführen. Okay, das finde ich jetzt weniger interessant. Den Combo-Angriff nehmen wir auf jeden Fall mit. Und die Standardangriffe halt. Führen Sie Angriffe schnell nacheinander aus, ohne Schaden zu nehmen und um die Leviathan-Axt. Ah, okay. Bei jedem Treffer wird Frostschaden verursacht. Dann schauen wir beim Schild, ob wir noch was lernen können. Sind das jetzt Passivs? Tippen Sie LB zweimal an, um den gegnerischen Block zu durchbrechen. Halten Sie beim Ausweichen mit bloßen Händen L nach vorne und drücken Sie RB für einen schnellen Angriff. Rage-Kampf. Nee, schauen wir mal bei unserem Buben. Das lernen wir auf jeden Fall. Weil die Basics müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und alles andere können wir dann zusätzlich lernen. Ich weiß nicht, machen wir die Statue kaputt oder machen wir sie nicht kaputt? Dann kriegt man nämlich noch die andere Truhe. Ich weiß halt nicht, wie wir die kaputt machen wollen. Schon mal gesagt, dass ich sowas hasse. Nein! Oh Gott, ich hasse sowas. Also wirklich. Mann, Mann, Mann. Wie sollen wir denn die Statue hier kaputt machen? Kann mir das jemand verraten? An den Bruchstellen hier? Das hat doch definitiv Folgen, wenn ich das mache, oder? Treffe ich von hier gar nicht die Seite. Na? Willst du mich verarschen? So, wo ist der letzte Knackpunkt? Hier. So leicht fallen Götter nicht, Junge. Weiß, das war nur ein Witz. Noch macht man Witze über sie. Tut mir leid. Kannst du eigentlich auf diesen Vogel schießen, Junge? Wo schießt du eigentlich hin? Sollst du das Ding da abfeuern? Mann, ist das bescheuert. Hat halt nur eine begrenzte Reichweite, ne? Moment, auf der Höhe ist er, glaube ich, geflogen.
Nein! Mann, Mann, Mann. Letzter Versuch, dann machen wir weiter. Das ist er mir jetzt nicht wert. Nee, keine Chance. Krieg ich nicht gebacken. Vater, warum machen die Götter uns so viele Probleme? Weil das ihre Natur ist. Aber wieder ein bisschen Gold. Mit so viel Macht sollte man doch meinen, dass wenigstens ein paar versuchen, das Leben besser zu machen. Und trotzdem verbreiten die Götter nur Elend. Das ist das Leben, Junge. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück, oder? Weil hier anlegen können wir, glaube ich, nicht. Auch wenn es so aussieht, als wäre hier irgendwo Loot. Ah, da ist Loot. Hörst du das? Ja, das sind wieder zu starke Gegner für uns, glaube ich. Nee, geht. Oh, Jesus. Kommt alle ein bisschen näher. Kommt Hallo sagen. Na, shit. Zu langsam. Macht schon mittlerweile ganz gut Schaden, der Junge. Fertig. Muss man ihm eingestehen. Was ist denn das jetzt hier? Wieder oben. Ist es wieder so ein komischer Riss? Oh no. Ist das ein Drache? Was? Hier habe ich noch nie einen gesehen. Ein Drache? Da drüben. No shit, da ist ein Drache. Wieder halt ernsthaft mal ein Drache. Oh, das ist festgekettet. Und er ist nicht nett. Jürgen, lass dich nicht vom Drachen treffen. Ich glaube, das ist auch das beste Zeichen, dass wir hier noch nicht sein sollten. Ja, hallo? Was haben wir hier? Sollten wir mitnehmen? Werner Well. Leorgaz. Glaube ich jedenfalls. Wie da halt einfach mal ein angeketteter Drache hockt. Sieh her. Ja. Vielleicht erfahren wir jetzt, was das für ein Drache ist. Interessant. Sollte ich mir aufschreiben. Warum? Was stand drauf? Wissen hinzugefügt. Okay, unnötig. Vorsicht vor dem Drachenatem. Brauchst du mir nichts sagen, Junge. Finde ich jetzt weniger geil. Aber das finde ich geil, dass da die Gegner mitgucken. Gefällt. Ja.
Junge, lass dich doch nicht von den Blitzen treffen. Ein angeketteter Drache? Mut hat mir Geschichten erzählt. Dieser Drache ist gefährlich. Schon klar. Aber er klingt so traurig. Hilft mir der Drache? Bin mir gerade nicht sicher. Oh, da ist er. Nee, der Drache hilft mir, glaube ich, nicht. Aber er könnte mir helfen. Wo schreit er denn hin? Sollte ich vielleicht raus. Ja, ich bin verletzt, Junge. So, Rune 1 ist weg. Mutter hat vor drei angeketteten Drachen in Midgard. Dieser Schrein ist Teil davon. Auf dem Sockel waren drei Runen. Finden wir die anderen zwei und befreien ihn. Das ist nicht unsere Sorge. Ich weiß, aber ist das, was Mutter gewollt hat? Und es kommt mir richtig vor. Hüte deine Gefühle. Aber werden nicht zögern, sie gegen dich zu verwenden. Der ist so nicht happy auf uns. Der mag uns doch nicht mal. Warum helfen wir ihm? Okay, hier sind wieder ein paar Siegel versteckt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Drache da wirklich freundlich ist, wenn wir ihn befreien. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Und Schuss. Andere. Was ist? Falls ja, wo ist die Rune? Komme ich hier wieder zum... Ah, hier komme ich wieder zum Eingang zurück. Das will ich ja nicht. Hier muss doch irgendwo eine Rune sein. Ah, okay. Hier geht's dann wieder zur Truhe, wo die Rune noch nicht ist, aber... Interessant. Was macht der da? Ach so, der heilt sich. Das heißt, ich muss ihn in der Zeit runterkriegen. Egal.
Vater. Deren Wumms drauf. War das in Ordnung? Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Bestiarium-Eintrag. Viken. Oder Viken? Dieser Sior-Häscher benutzt im Kampf oft große Streitkolben. Mutter nannte sie aus irgendeinem Grund immer Viken. Ja, Drache, ich weiß. Ah, da unten ist doch die Krone, oder? Drache, wir wollen dir helfen. Schauen wir mal da noch. Wetten, die stehen auf. Drache hilft. Zwar ungewollt, aber hier ist es weg. Sagtest du nicht, das wäre gefährlich, die anderen zu zerstören? Wenn es der Wunsch deiner Mutter war. Du bist zu übereifrig, Junge. Er könnte uns angreifen und dann müssten wir ihn töten. Oh, das stimmt. Ich bin bereit. So, die Frage ist, wo ist jetzt das letzte Siegel? Im Hafen oder wo? Bin mir gerade nicht sicher. Ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal kurz zum Tor. Hör auf mit deinem. Wir wollen dir helfen, Drachenboy. Oder Girl. Was auch immer. Hilf uns dir zu helfen und lass uns in Ruhe. Ja, was ist denn das hier? Was sollen wir tun? Ja, ich weiß es nicht, Junge. Wir müssen auf jeden Fall das letzte Siegel zerbrechen, aber ich weiß nicht wo. Moment mal. Ziele. Vielleicht wird's ja da angezeigt. Ja, ja. War noch nie in der Zielding. Alles gut. Lass mich weitermachen. Zu was zählt denn das jetzt eigentlich? Zu Insel des Seesekunden, Welt des Feuers. Ort des Gefangenschaft, genau. Das ist der richtige. Wie? Bitte sag mir nicht, das wird jetzt hier direkt angezeigt und ich habe es die ganze Zeit versammelt. Das wäre mal wieder typisch. Okay, wahrscheinlich ist das letzte Siegel hinter dem hier. Hinter dem Tor hier. Was haben wir da? Leibdre Legierung, legendär. Okay. Hier, Junge. Jawohl. Schatzkarte komplett? Interessant. Hallo, Rabe. So, das... Also da ist dieses T. Das ist ja. Wie? Das war's? Oh Gott, was kommt da raus? Beziehungsweise, was war da eingesperrt? Sieht aus, als wären die Runen auf der rechten Seite abgeschlossen. Sie müssen hier irgendwo sein. Ah, Moment, das ist eine gute Idee, Junge. Das heißt, wir haben diese F-Rune. Unten, oder? Stimmt das unten schon mal.
glaube ich jedenfalls. Bin schlecht in sowas, muss ich sagen. Also dieses komische Ding und dann so eine... E oder was es ist. Ja. Was steht da, Junge? Tour. Das bedeutet zu glauben oder auf etwas zu vertrauen. Oh also Gott. Haben Sie noch an Ihren König geglaubt, selbst nachdem so viele gestorben waren? Es ist ein Befehl, trotz seiner Fehler an ihn zu glauben. Ja, hallo? Nice, Junge. Wie hast du denn das jetzt hinbekommen? Vorsicht, die Dinger explodieren. Der stellt den Beine oder was? Coole Aktion. Gefällt mir. So, was haben wir hier? Das kann man sicher wieder anzünden irgendwo. Oh, geht's wieder Geschichte? Hier ist noch eins. Da ist Skagi. Mutter mochte sie. Gute Jägerin. Da ist ihr Vater und Tiere, die sie gejagt hat. Und das letzte Bild. Wieder ihr Vater. Sie beide. Im Schnee. Okay. Oh. Jetzt ein bisschen stärker. Egal. Okay, die können sich wieder hochhalten. Finde ich jetzt nicht so geil. Werner Veyrogard sofort. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich glaub's nicht. Ah, ich wusste, dass man da was wegsprengen kann. So, jetzt ist das hier nämlich zum Drehen. Dann können wir das aufmachen. Oder zum Hinterziehen. Kriegen wir hier wieder ein bisschen Loot. Stahl und Schuppenfragmente. Nice. Ich will eigentlich das Explosionsding. Genau. Okay, der perfekte Block ist jetzt schon deutlich leichter geworden. Schon, ja. Aber wenn ein Zwerg sie erbaut hat, war sie zu seiner Zeit beeindruckend. Okay, hier kann ich nichts aufmachen. Hier geht's wieder raus, oder? Ah, hier ist die letzte Rune. Nein, du heizt dich nicht hoch. Oh, der heizt sich weiter, obwohl ich drauf komme. Oh. Nein, Drachi, hör auf, hier Action zu machen. Nicht weniger, oder? Und er ist frei. Müssen wir da jetzt erst hin? Oh Gott. Also bis jetzt ist er nicht dankbar. Aber wir sind hier drin noch nicht fertig. Moment, was bewege ich hier denn überhaupt? Ah, okay.
sehe es schon. Was? Ach so, Katzelwürmer. Hört auf, mich voll zu spucken. Können kein Gift spucken, weil ich sie aus der Distanz kaputt mache. Ah, schon 5 Hörner. Fehlt noch eins. Oh, die bewachen was da hinten. Was auch immer die da bewachen wollen. Hallo. Hallihallo. Nice, wie der die einfach umklatscht. Respekt, ey. Nicht allzu schwer. Junge. Ja, Vater. Komm schon, lesen. Zwergenkönig hat seine Untertanen Drachen in Monster jagen lassen? Seltsamer König, oder? Alle Osomi Bina Ewillige Dom. Wer redet denn da die ganze Zeit? Leute, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter, weil ich nicht weiß, was jetzt hier passiert. Scheinbar ist jetzt was Größeres. Also macht's gut, bis dann. Ciao.